Heute bin ich mal in Schladming und zeige euch die Flowline, weil ich irgendwie mit der Downhill-Strecke gar nicht klarkomme. Meine Hände machen die ganze Zeit zu und ja, irgendwie fühlt es sich nicht so gut an. Mein Rad klappert wie sonst was. Alles hässlich. Danke. Bitte. Ich fahre sie gerade zum ersten Mal. Also nicht zum ersten Mal, aber heute zum ersten Mal. Letztes Jahr war sie ganz schön, aber sie scheint immer noch schön zu sein. Und ich muss sagen, jetzt wo ich die Kamera an habe, komme ich schon mal besser klar mit dem Radfahren. Versuchen wir mal hier die Linie. Ah, sick. Hui. Da ist so eine Art Single Trail oder Rot. Finde ich aber alles ein bisschen eng. Aber eigentlich alles machbar. Auf jeden Fall gut gebaut, macht wirklich richtig Spaß, aber man merkt, es ist gerade erstmal eine zweite Abfahrt, heute alles ein bisschen hakelig, da kommt ein Drop, der dürfte sich zuletzt ja nicht viel verändert haben, aber Bremsrillen danach, jetzt stehe ich. Ganz geiler Wallride aus Erde. So, das war's dann schon mal mit dem ersten Stück. Jetzt kommt mal hier nochmal so ein Sprung. Den kann man echt senden, aber ich scrub ihn lieber so ein bisschen weg. Hier auf dem Weg kann man die Finger ein bisschen dehnen. Ausschau halten. Ja. Gleich so einen schönen Sprung. Ui. Noch ein paar Kurven. Dann war das schon das zweite Stück sozusagen. Lieblingskurve von mir. Macht einfach übel Spaß. So, jetzt so das letzte Stück vom Fort Low Country. Man merkt schon, der ist schon ein bisschen ausgefahren, aber alles noch total machbar. Wir haben sowas geändert. Ah, okay. Sonst ging es weiter oben rein. Da lande ich hier einfach mal zwei, drei neue Kurven rein. Whee! Ah, hier sind Wellen des Todes.
ich ja sagen, bremst nicht so viel, aber dabei bremst sich gerade selber. So, jetzt kommt gleich der Übergang. Hier ist er. Boah, was für Wellen! Das darf man ja keinem erzählen. Pause. Jetzt brauche ich auch mal eine Pause. Uah. Aber ich glaube, das wird nicht mehr besser. Gestern sehr faul. Zustand in sehr faul ist übelst geil. Und Schlattling ist schon ein bisschen ausgeballert. Eieiei. Ich muss nur mal kurz meine Hände schütteln. Boah, gibt's ja gar nicht. Was ist denn los? Gut, gestern Serfaus. Davor 2 Tage Brandnertal. Keine Pause gemacht. Nach den ganzen Tagen vom Radfahren melden sich jetzt die Hände ganz schön. Eigentlich war Schlappling immer meine Lieblingsstrecke, was die Downhill auch angeht. Aber irgendwie ist die auch hier wie die Thread einfach maßlos ausgebombt. Da habe ich echt kaum noch Kraft, meinen Lenker festzuhalten auf der Downhill. Ich meine, man merkt ja hier ganz schön, oder man sieht es wahrscheinlich auch, dass die Wellen echt sehr übertrieben sind, die Bremsrillen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Das war die Flurstrecke in Schlattling. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, am Wochenende ist hier der EDC. Fahre ich aber nicht mit. Da bin ich noch nicht fit genug.